und herzlich willkommen zum Videotutorial von Meine Backbox, heute mit der Juli-Ausgabe. Ich habe mir wieder Unterstützung geholt, die Käthe von Käthes Kekse ist heute bei mir. Sie ist Keksdesignerin und schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Dann verrat uns doch mal, was wir heute gemeinsam backen, beziehungsweise wir braten heute. Wir braten heute, genau. Und zwar machen wir nämlich in der Pfanne French Toast Rolls und dazu sind in deiner Box zum einen die Herbaria Gewürzmischung Grandma's Flash und die Himbeermarmelade von Glück. Dann legen wir mal los und wir wünschen dir viel Spaß beim Mitmachen. Ja. Für die French Toast Rolls brauchen wir 8 Scheiben Sandwich Toast, den wir gleich noch entrinden. Von Herbaria die Gewürzmischung Grandma's Flash, die Himbeermarmelade von Glück und wir wenden dann noch die Toastscheiben in einer Mischung aus einem Ei und Milch. Ich habe schon mal angefangen. Ich mache jetzt auch mal weiter. Die Toastscheiben müssen wir dann ganz glatt rollen. Deswegen das Nudelholz und einfach ganz dünn ausrollen. Wenn dann alle Toastscheiben ausgerollt sind, kann man die dann mit der Marmelade bestreiten. Und du wolltest ja gerade schon die Rinde wegräumen. Die können wir erstmal da lassen. Und wir haben nämlich bei dem Eigelb, beziehungsweise bei dem Ei und Milch gemischt, ein bisschen am Ende übrig. Da kann man aus den Rinden noch so Sticks, so eine Art Pommes sozusagen. Oh. Und dann eben Marmelade als Dip. Ist auch ganz schön zum was snacken. Klingt gut. So, bei der Marmelade schnappen wir uns jetzt wieder mal einen Teelöffel. So, dann immer einen Teelöffel auf die Scheiben. Und am besten, also wenn wir es jetzt von links nach rechts rollen, hier an der linken Seite am meisten Marmelade lassen und hier rechts nur noch mal so ein bisschen rüberstreichen, dass es so ein bisschen klebt. Aber durchs Rollen verteilt sich das, die Marmelade eh noch nach rechts. Und wenn wir alles gleich machen, würde es am Ende rausquillen. Okay. Und dann mal rollen. Die Rolls sind gerollt und jetzt können wir die Milch mit dem Ei verquirlen. Ja. Wunderbar. Ja, und dann legen wir sie auch hier rein und kann sie so ein paar Sekunden einfach, dass sie das anziehen, einmal wenden. Ich nehme auch schon mal die nächste dazu. Soll ich die dann schon? Kannst du die jetzt schon mal rausholen, während die andere einzieht? Ei und Milch noch übrig, wie ich es gesagt habe. Und wir wollen ja nichts wegwerfen. Also lassen wir einfach von den Rinden darin noch ein bisschen einweichen. So, und dann bereiten wir mal die Pfanne vor. Genau. Wir haben uns die Butter in der Pfanne schmelzen lassen und die Jenny wird jetzt die ersten 4 French Toast Rollen in die Pfanne geben und von allen Seiten schön rollen. Ich
wir würden dir empfehlen, wirklich erst nur die Hälfte zu machen, damit es eben auch nicht zu schnell anbrennt und du dich eben um alle gleichmäßig kümmern kannst. Wenn du keine Butter benutzen willst, kannst du natürlich auch Öl oder andere Fette. Aber schmeckt halt schon am besten. Genau, Butter ist halt aber irgendwie dann doch das Beste dafür. Du siehst, das geht auch relativ schnell. Und dann auch wirklich von allen Seiten, also mindestens 4-mal drehen. Wenn sie dann von allen Seiten goldgelb angebraten sind, rausnehmen und den anderen Schuh dazugeben. Für den letzten Schliff geben wir dann das Gewürz von Herbaria dazu, Grandma's Flash. Einfach schön drüber streuen. Wir braten jetzt noch die Rinden an und machen unsere Sticks sozusagen. Du kannst gerne schon reingehen. Ja. Und freuen uns schon aufs Essen der French Toast Rolls. Wir hoffen, du hast Spaß und dann auch guten Appetit. Ja, dann sagen wir mal tschüss. Tschüss.